Wo ist er? Der magischste Ort in deinem Gesicht. Wo ist er? Der Ort der Anziehung. Der sinnlichste Ort in deinem Gesicht. Ist er hier? Die Augen? Könnte man meinen, ne? Mm-mm, ist nicht der Fall. Die Lippen sind's. Ah, auch nicht. Der magischste Ort, der sinnlichste Ort, der Ort der Anziehungskraft, der ist hier. Okay, jetzt wird's ein bisschen technisch. Es ist die vertikale Rinne zwischen der Nase und der Oberlippe. Das Philtrum. Philtrum ist ein Begriff, den wir gar nicht so häufig nutzen, wenn es um das Gesicht geht. Aber das Philtrum ist was ganz Besonderes. Denn im Altgriechischen nannte man das Philtrum noch Philtron, das ist ja nahe dran. Und Philtron übersetzt heißt Liebeszauber oder Zauber der Liebe. Die alten Griechen, die feierten diesen Ort, diese vertikale Rinne, als Zeichen für Sinnlichkeit und Anziehung. Jetzt könnte man denken, ja, hatten die nichts Besseres zu tun oder wie sind sie denn da drauf gekommen? Naja, wir haben ja heute auch noch Hinweise darauf. Zum Beispiel nennen wir den Bereich oberhalb der Oberlippe, genau unterhalb des Philtrums, Amorbogen. Also da muss ja irgendwas mit der Liebe und der Anziehung einhergehen. Und es ist auch sehr auffällig, dass bekannte Schauspieler, viele bekannte Schauspieler, ein sehr eindrucksvolles Philtrum haben. Es ist dann sehr tief gewölbt oder sehr breit aufgestellt. Das Philtrum ist der Teil der Gesichtshaut, der sich als letztes in der Embryonalentwicklung bildet. Und man sagt auch, wenn das Philtrum nicht klar definiert ist, wenn es also zum Beispiel durch Brüche kommt oder wenn es nicht deutlich abgegrenzt ist, dann hat in der Embryonalentwicklung etwas nicht stattgefunden oder war schadhaft. Wenn man als Erwachsener Brüche oder Dysbalancen im Philtrum zeigt, zum Beispiel durch Faltenbildungen etc., dann ist der Liebeszauber eingeschränkt durch Lebensereignisse, durch Glaubensbekenntnisse, durch die Art und Weise, wie wir uns definieren. Das Philtrum war in der Antike ein Ort der Anziehung und ist es auch noch heute. Damals bewusst, man hat sich da angefasst, man hat sich da sogar drauf geküsst. Heute bevorzugt man, glaube ich, die Lippen. Und heute ist es immer noch so, nur unterbewusst. Wenn wir mit der Hand ans Philtrum gehen, zum Beispiel wenn wir es berühren, dann ist das ein Zeichen von Schüchternheit. Es kann auch ein Zeichen von mangelndem Selbstbewusstsein sein. Zur gleichen Zeit verdecken wir natürlich auch den Mund und können nicht sprechen. Auch das wäre ein Hinweis. Wenn wir am Philtrum zupfen, sieht man nicht allzu oft, aber wenn wir am Philtrum zupfen, dann ist das sogar ein Zeichen von höchster negativer Erregung, von Ängsten. Wir sind dann eben eingeschränkt in unserer Anziehung. Beim Philtrum geht es also um Dinge wie Selbstbewusstsein. Es geht auch um die Gesundheit, aber es geht eben vor allen Dingen um die Liebe. Oh, Liebe. Wenn du mehr über die Liebe erfahren willst, empfehle ich dir übrigens meinen Online-Kurs Liebe ist sichtbar. Wenn du das nächste Mal jemanden triffst mit einem deutlich ausgeprägten Philtrum, dann wird dir vielleicht klar, warum dieser Mensch so anziehend ist. Im Gesichtlesen sagt man übrigens, Talent der Bühne hat. Und warum dieser Mensch vielleicht so einen Zauber auf dich auswirkt. Wer kein ausgeprägtes Philtrum hat, keine Angst. Augen und Mund, die haben auch ihre ganz eigene Magie. Wenn dir mein Video gefallen hat, ich freue mich auf dein Like, abonniere meinen YouTube-Kanal, ich sehe dich.